Ja, wir sitzen jetzt hier mit Simon Kranitz. Simon, statt im Fußballtrikot bist du jetzt hier auf Krücken in der Halle. Was ist passiert? Ja, ich habe mir beim ersten Hallentraining vor 2 Tagen habe ich mein volles Kreuzband gerissen und angeklickt im Training und dann hat es halt irgendwann mein Knie verdreht und dann war es relativ schnell klar. Ja. Für dich als gebürtigen Böblinger besonders bitter, dass du jetzt hier nicht mitspielen kannst, oder? Ja, natürlich, aber ich lasse mich nicht nehmen, dass ich Zuschauer komme, also auf jeden Fall, es war klar, Fahren. Und ja, ist natürlich bitter, aber drückt die Jungs die Daumen von der Tribüne. Wie kannst du jetzt unterstützen, die Jungs? Ja, wie gesagt, von der Tribüne aus Daumen drücken kann ich machen und arg viel mehr geht nicht. Also mit den Jungs kann ich auch mal zu quatschen, aber sonst, mehr geht nicht. VfB hat gerade das erste Spiel knapp verloren, nichtsdestotrotz, was traust du deinen Jungs noch zu? Ich denke, erstes Spiel verloren, das hat jetzt nichts zu heißen. Ich denke, erstes Spiel, jeder ist nervös. Und ich glaube, sie werden schon noch gut zurückkommen. Also die Jungs haben gut was drauf und es wird schon was werden. Bei dir persönlich, wie geht's jetzt weiter? Steht wahrscheinlich erstmal eine OP an jetzt. Genau, also ich habe am Mittwoch meine OP in Leipzig. Und dann schaue ich danach, dass es schnell wieder aufgebaut wird.